Wo kommt dieser Schmerz eigentlich her? Er hatte damit zu tun, es war dieses Sein in dieser Sirius-Existenz oder einfach auch in diesem Wirken. Und da ist etwas passiert, was mich rauskatapultiert hat. Und es hat mich auch von meinen Kräften abgeschnitten. Und das war dieser ganz wichtige Punkt, der heilen durfte. Es hat, war wirklich ein Prozess von, ich sage, 2 Jahren, wo das hochkam, wo ich das immer besser verstanden habe, wo ich Informationen bekommen habe, dann auch in der Meditation. Ich habe einfach bewusst damit gearbeitet. Und das war ein krasser Abschnitt aus meiner Abschnitt meiner Kräfte, ja, wo ich was abgegeben habe, wo ich rausgeflogen bin, wo ich das Vertrauen verloren habe. Und das ist natürlich ein, oder es ist ein, das hatte die Folge, das habe ich bis jetzt gespürt. Und es kam hoch, als ich erst wieder angefangen habe, wirklich in meine Kraft zu kommen und das angeklopft hat. Und das ist so wichtig, weil wenn ich jetzt wieder wirken möchte und auch in meinem Sein authentisch wirken möchte, dann ist das wichtig, dass dieses Puzzleteil wieder integriert wird. Das, was ich damals wie abgegeben habe oder abgeschnitten habe, möchte wieder zurückkommen. Und ich glaube, diese Dinge passieren gerade bei vielen Menschen. Es ist nichts so Ungewöhnliches, sondern es ist etwas, was einfach wieder mit zu diesem Prozess gehört, weil es letztlich ein Teil von uns ist. Und das hat was, ja, wenn Teile von uns verloren gegangen sind oder Schmerzen verursachen, die vielleicht auf dieser kosmischen Reise irgendwann einmal passiert sind, in verschiedenen Existenzen, dann ist das jetzt das auch, was anklopft. Denn wir gehen vom Bewusstsein höher. Also wird auch das anklopfen, was uns sozusagen aus diesem Paradies mal hat rausgehen lassen, ja, Rausgeholt oder vielleicht hat. diesen Verlust erlebt, wo wir diesen Verlust erlebt haben. Ich finde, da geht gerade ein ganz, ganz schönes Feld auf, was mich bewegt. Ich versuche es mal in Worte zu fassen. Meine Geschichte für diesen Kongress ist auch so, ich würde mal sagen, 2 Jahre in dieser Coaching-Spirit-Szene, also ich bewege mich darin schon länger, aber ich fand die letzten 2 Jahre sehr anstrengend im Sinne von, also ich weiß gar nicht, ob alle das so sehen, ich versuche es mal irgendwie von mir aus sichtbar zu machen, also anstrengend im Sinne von irgendwie alles muss leicht sein, alles muss high vibe sein, alles muss toll sein und je toller es ist, ne, umso weiterentwickelt sind wir, also dieses für mich jetzt eher ein Wegdrücken von negativen Dingen, ein gar nicht hinschauen können und wollen. Gerade auch in meiner Wahrnehmung kracht die Welt draußen zusammen und ganz viele in dieser Spirit-Szene schauen nicht hin, weil wir irgendwo verknüpft und gelernt haben, dass wenn wir unseren Fokus auf das Schlechte und Negative richten, dass wir es dadurch verstärken und anziehen. Was eigentlich totaler Bullshit ist, eventuell braucht es, um das klar zu machen, nochmal Kontext dafür, da will ich gar nicht so reingehen. Aber was ich beobachte, ist eben diese Vermeidung von der Versuch, du kannst es ja nicht wirklich, aber der Versuch, Negatives zu vermeiden, uns gut zu fühlen, uns positiv zu fühlen und dadurch eigentlich immer mehr zu dissoziieren, zu abzuspalten, wegzugucken. Und für mich hat das nicht lange funktioniert und es hat ziemlich gekracht. Und ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Krachen und immer wieder Krachen, weil mich das in ganz intensive Prozesse geführt hat, die extrem herausfordernd waren. Gleichzeitig ich so sehr spüre und weiß und ich würde mal sagen, wie so Ergebnisse oder Proof habe, dass es meine größte Heilungsreise war. Also, und was du gerade gesagt hast, macht es für mich so auf astrologischer Ebene auf, und zwar, dass wir anhand von Schmerzen, die sichtbar werden, ja, oder erstmal, warte, Aussage vorher von dir, und bitte korrigiere mich dann gerne, wenn du es anders formulieren würdest, ne? Ich versuche das jetzt irgendwie mal in diesen Kontext zu packen. Also die erste Aussage von dir ist so, hey, wenn wir höher schwingen und wir sind in einem Bewusstseinswandel drin, dann kommen erstmal unsere Wunden hoch. Und vorher würden die vielleicht gar nicht hochkommen. Das bedeutet ja, der Moment, wo ich eine Wunde spüre, wo ich ein Thema spüre, wo eine Herausforderung da ist, sagen wir mal ein Problem da ist, bedeutet ja, das ist das, worauf ich hinaus möchte, dass wir in einem Wachstumsprozess sind, dass sich gerade etwas verändert, dass wir auf dem Weg ins Paradies sind, weil da gerade was hochkommt.
Weißt du, was ich meine? Das finde ich so schön, das Ja. so umzudrehen. Egal, ob es jetzt kollektiv Ja. betrachten, Krise bedeutet, wir können eine Lösung finden. Und Krise, so wie du es beschreibst, im persönlichen Leben bedeutet, ah wow, ich bin in einem Evolutionsprozess oder in einem Ja. Wachstumsprozess und kann dadurch ja eigentlich, also dann könnte ich ja fast sagen, hey, alle meine Themen, alle Wunden aufgehen, 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 lass uns entwickeln, lass uns Bewusstsein erweitern. Weil wir wollen ja ins Paradies. So, also lieber jetzt krachen, um schnell dorthin zu kommen, wie irgendwie, weißt du, noch 2 weitere Jahre zu versuchen, das runterzudrücken, und dann gar nicht mehr klarkommen. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, absolut. Und ich finde es super wertvoll, weil es, glaube ich, genau das ist. Also ich habe, wo fange ich da an? Ich finde es mich gerade mega spannend, was du sagst. Und das ist so dieses erstmal das Thema der Menschlichkeit. Ja, das ist das, was ja zumindest auch nach meiner Erfahrung, und ich kenne die Struktur so gut von mir selbst, als ich auch angefangen habe, mich so auf den Weg zu machen, da liegt ja immer Schmerz drunter. Ja, und dieses, wenn das auf so eine abgehobene Ebene auch geht, ja, weil ich habe mir gedacht, so, was ist das hier für ein Scheiß? Ja, wo bin ich gelandet? Ja, wie sieht es hier aus? Das kann ja nicht sein. So, ja, und das hat mich auch in so eine, dieser Schmerz auch darüber, dieses Nicht-Verstehen können und da auch erstmal den Weg ziemlich lang alleine machen zu müssen, bis ich dann irgendwo mal diese Ankerpunkte oder dieses Verstehen auch wirklich angefangen hat, in denen ich bestimmte Menschen getroffen habe und so weiter. Aber dieser Schmerz hat mich auch in so eine gewisse Abgehobenheit katapultiert, ja, oder immer so drüber zu stehen und immer so, ja, ich bin ja angebunden und das interessiert mich alles nicht. Danke, Aber dass du das dieses sagst. Menschlichsein, diese Menschlichkeit, ja, gerne. Das ist das, was mich hier auch in die Materie bringt, tatsächlich. Das sind wir auch beim Thema Körper. Ja, damit bist du ja auch sehr, sehr verbunden, auch diese Körperarbeit. Weil, wenn ich hier wirken möchte, dann komme ich nicht darum, in die Mensch zu Menschlichkeit zu gehen. sein. Menschlichkeit bedeutet Menschsein, genau, Verletzlichkeit, ja, mit dem Körper arbeiten, Dinge zu fühlen, die auch durch mich durchfließen zu lassen. Die Frage ist dann wieder, wie ich damit umgehe, ja, wie ich diese Wellen reite der menschlichen Existenz. Denn es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwann auf diesem Türmchen sitze und dann da dann ist mir irgendwie, das ist das, was ich oft beobachte, dann ist mir alles egal. Oder das ist nicht für mich spirituelles Erwachen, indem ich dann die Dinge an mir abprallen lasse und mich dann auf diesen Berg setze und irgendwie fertig bin. Das Und ist, glaube ich, alleine nicht in das, was wir 5D aktuell brauchen. rumschwebe. Genau, ja, genau. Und es ist dieses, ich habe dir ja auch gerade vorher erzählt, vielleicht einfach nur als direktes Beispiel, weil ich gerade auf einer Reise war, auf einer sehr besonderen Reise, wo es auch um dieses alte Wissen geht, hat eine Kollegin von mir organisiert, ich durfte mitfahren. Und wir haben diese alten Tempelanlagen in Anatolien besucht. Und diese eine wichtige Essenz, die ich für mich auch raus erfahren durfte, ja, ich kann mich mit Astrologie beschäftigen und ich kann diese wahnsinns abstrakten Räume aufmachen und das ist unendlich und es ist super faszinierend und man kann super damit arbeiten. Wenn ich aber am Ende das Ganze nicht mit dieser ganz grundlegenden Elementarlehre verbinde, ja, die mich mit den 4 Elementen verbindet, das heißt auch der Körper, der dazugehört, weil es ist Materie, es ist Erdelement, ja, ganz so banal, Feuer, Erde, Wasser, Luft, ja, das, was die Astrologie ja auch beschreibt, aber wenn ich das wirklich erfahre und auch durch den Körper erfahre, mich damit verbinde und verstehe, was für Weisheit, weil am Ende zieht sich alles immer wieder auf diese 4 Elemente auch zurück, dann werden mir gewisse Türen nicht eröffnet. Ich kann diese wirklich tieferen Zugänge, glaube ich, nicht begreifen, weil es bleibt immer irgendwo diese, es kann leicht auch so eine abgehobene, verkopfte Geschichte bleiben. Das sind auch Lernprozesse, die ich immer, wo es mich irgendwo immer wieder Türen aufmacht und wo ich immer denke, wow, ja, es ist dieser Schlüssel am Ende immer wieder das auch runterzubrechen und durch das Menschsein in die Welt zu bringen, weil anders erreicht es, glaube ich, auch nicht. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Aspekt dabei und ich kann das sagen, weil ich auch doch länger nicht besonders geerdet war und auch diese Erfahrung kenne, dass es zu einer Trennung führt oder auch nicht zu dem wirklichen in der Kraft sein führt, wenn ich mich abspalte und glaube, dass das mich alles nicht tangiert und ja, das auf Ja, diese Art und Weise lebe. wunderschön und Und wirklich, ja, ja, sprich. genau, weil ein Aspekt, den hast du noch angesprochen, den finde ich gerade noch mal so wichtig zu erwähnen und das fand ich auch so gut, weil ich glaube, dass das, was du auch gesagt hast, dieses
es geht ja nicht darum, sich im Drama zu verlieren oder da dann zu sehr reinzugehen oder zu sagen, es geht alles unter. Aber wenn ich nicht, glaube ich, dies bereit bin, das als Teil des Ganzen zu akzeptieren, ja, wo wir jetzt gerade stehen, was Teil unserer Evolution ist und was aus vielen Entscheidungen und Erfahrungen die Konsequenz auch ist, ja, das, was wir jetzt vor der Nase haben. Es das heißt nicht, dass ich mich darin verliere, dass ich mich irgendwie im Drama festhalten muss, aber ich glaube, es gehört dazu, als Teil des Ganzen anzunehmen, um dann wieder in voller Kraft den Weg oder den Fokus auf dieses Neue zu lenken. Ja, das, wofür ich ja dann eben auch gekommen bin. Jetzt bist du gerade ganz dunkel, Valerie. jetzt ist man okay. Ah, oh. Jetzt bist du wieder da. Das war ein Stromausfall. Warte Aber das ist mal. so schön. Ja, aber es war zum perfekten Moment. Das war so schön, weil es jetzt gerade so dieses, ja, ne, wenn wir es absparen, also es ist, dann wird es ein dunkler Fleck. Also, aber der wird mich treiben. Also das Unbewusste wird mich treiben, wenn ich kein Bewusstsein reinbringe. Ne? Also wenn ich sage, so nö, mit dem, es gibt nur Luft und Liebe sozusagen. Oder das, du weißt, wie ich es meine. Ich muss kurz lachen. Das war gerade so eine dramatische Untermauerung von dem, was du gesagt hast. Ich glaube, der Strom ist wieder da. Wir machen einfach mal weiter. Cool.